Ah, Soundtrack. Also diese Karten hier, das ist quasi ihr Archiv mit nicht abgeschickten Karten. Oder ja. Und das ist jetzt aber der neueste Stapel oder haben sie jetzt einfach irgendeinen rausgegriffen? Sind die irgendwie sortiert hier? Ja, oder? Nein, nein. Die Karte habe ich gemacht, wie ich weggegangen bin aus dem Museum. Da sind die Bücherregale leer und ich gehe durch die Tür. Sortieren die sie die dann so den ganzen Tag? Oder nein, nein. Sie benutzen das eigentlich fast nicht. Es gibt auch eine ganze Woche, wo ich keine einzige verschicke. Ja. Aber also nutzen sie das auch quasi, dieses Archiv? Nein, oder ist es einmal nein. Nur. So, der Aufsteller ist gut. Der steht schon mal. Und die Anna Heilfisch ist jetzt sozusagen Gast. Und die hat 12 Motive geschaffen für jeden Monat eins. Und was steht hinten drauf? Kaspar König, kurioser Kartenkalender 2002. Feed Anna Haifisch. Das habe ich irgendwo auf der Straße gefunden. Bunter Salat mit Feldsalat, Möhren, Raspe. Eine meiner Lieblingsmotive. Ich habe ja damals mit meinem Bruder zusammen einen Postkartenverlag gemacht. Ja. Und ah, den haben sie jetzt gemeinsam gemacht. Ja, ja. Und Don Camillo und Peppone ist, die frühen Filme sind fantastisch. Das ist jetzt Anna Haifisch. Ja. Mit dem winterlichen Motiv. Okay. Arbeit, Arbeit, nichts als Arbeit. Warum? Schön am 1. Mai. Ja. Wie ich 19 war, ich habe ja kein Abitur. Dann bin ich aus der Kirche ausgetreten, dann habe ich den Ersatzdienst gemacht, habe den nicht zu Ende gemacht. Zu der Zeit war ich ein totaler Dandy. Ja. Da habe ich in London keine Kohle gehabt, habe mir aber einen Anzug schneidern lassen. Jetzt gibt es ja, das ist eigentlich meine Lieblingskarte von denen im Kalender. Tatsächlich. Die ist auf jeden Fall naja, du jetzt machst nicht die Augen zu. Darf ich Ihnen noch meine Lieblings zeigen? Ich glaube, die ist gut. Es gibt zu viele. Die ist gut. Sind Sie fußballaffin? Ein bisschen durch Carmen tatsächlich, weil die so großer Freiburg-Fan ist. Das ist eine tolle Zeitung. Das ist unser Weihnachtsmotiv, ne? Das ja, ist einfach eine Zimmer. Das ist natürlich sehr schön. Das ist eine DDR-Karte. Die ist sehr andächtig. Das ist unglaublich. Herzliche Wärme, pur das und Zuneigung. Nett. Das kannst du an deine Oma schicken. Da. Ach so, ja. Ja, die ist gut. Also ich verstehe die nicht, Aufkleber, deswegen finde ich die so gut. Diese Aufkleber. Die sind aus so einem Naturfreundeheft oder so für ja, Kinder. Ja, es ist ein Aufkleber, Tiere da steht der Nacht drauf ja so. Und nein. Und sie können die für Kinder, sie können das, die Aufkleber benutzen, indem sie dem Kumpel, der sagt, kommst du mit mir am Wochenende zelten? Ach so, ja. Deswegen steht da ja und nein. Da sind alles Aufkleber. So, die Tiere und das von der Nacht. Hier ist so. Als hätten die was miteinander zu tun. Ah, die sind so verknüpft quasi. Ja, also sozusagen ein Weltbild. Alles hängt alles mit allem zusammen. Für mich war das so, also es ist nicht ganz ausformuliert und deswegen ist es ja interessant. Eben, und für mich war das so, Fledermaus, nein. Kröte, nein. Assel, nein. Also das ist so. Ja, auch wie von der nein Anna zu allem. Aber es sind, ja, das ist dann wieder so
sehr deutlich. Manche sind sehr klar und manche nicht so klar. Und deswegen ist es quasi für alle was dabei. Ich höre relativ viel Deutschlandradio. Ja, ich auch. Aber die Musikredaktion ist so scheiße. Das ist eine Kunstpostkarte. So Mondrian oder sowas. Aber diese Silhouette, das sagt Ihnen vielleicht nichts. Das ist Knick-Knatterton. Kombiniere. Er spielt also den Detektiv. Ja. Aber wenn Sie jetzt konkrete Fragen haben. Also erstmal will ich einen Kaffee trinken. Ja, das ist gut. Und dann habe ich konkrete Fragen. Und wie sind Sie zu der Zusammenarbeit mit dem Verlag gekommen? Diese Karte, ne? Also wir schreiben das jetzt an die Carmen. Carmen Strzelecki und so weiter. Liebe Carmen, ja. Grüße vom Promo-Film von Kasper. Oh, die unterschreiben das auch, dann schicken wir das weg. Julius. So. So. Vielleicht müssen wir vorne auch noch was draufkleben. Ach so. Das ist nötig. Ist ja schon fertig. Kann ich aber auch machen. Hier, das ist auch interessant. Ein Chinken-Croissant. Ja, nein, das ist wie eine Rune. Das könnte auch eine ägyptische Schrift sein. So. Kombiniere. Ja. Ah, das ist so aus dem Aldi-Heft oder so. Das kann man eigentlich nicht besser machen, wie es ist. So, warte mal, wo kann ich das denn draufkleben? Hier, das sind auch alles schon die fertigen das ist Collagen, oder? Ja. Die sind alle schon fertig, die Collagen. Ja, aber manchmal schicke ich die gar nicht weg. Oder ich werfe sie weg. Oft verschicke ich die gar nicht, dann sind sie irgendwie doof. Und ich muss halt sehr aufpassen, dass ich die nicht an jemanden Falsches schicke. Hier, das zum Beispiel ist nicht schlecht. Das ist ein Buch, das ich mitgenommen habe. Das hat der Franz und mein Bruder verlegt. Perform Position Play. Nicholas Devlin. Aber zum Ausschlachten. Da sind immer schön große, kann man sich jedes Wort fast raussuchen. Ja. Warte, ich hatte doch gerade einen. Das ist schon fast so einfach, oder? Das ist ja schon fast hier, wie ein Drucker das, haben. Das hier. Malaise ist auch so ein schönes Wort. Ja. Weil das kennen wir ja. Also so wie in Kölschen gibt ja sehr viele. Ah, Malat. Ja, oder Fisematenten. Ja, gibt sehr viele von der napoleonischen Zeit. Ja. Also das ist ein richtiges Fleckvieh. Eine absolute Ausgeburt von Opportunismus. Ja. Aber dem könnte man das schicken. Das ist etwas, wo man mit diesem Doofmedium, Postkarten, gut operieren kann, weil es bleibt immer eine gewisse Unsicherheit. Sag mal, freut mich, dass der mir schreibt, will der mich verarschen? Ja. Wobei inzwischen wahrscheinlich Ihnen das weniger passiert, weil Sie das einfach schon so lange machen, die Postkarten schicken, dann wissen das alle schon. Ja, dann denken die, okay, komisch, eine Postkarte, aber das ist ja der die Postkarten schickt. Also ich beschäftige mich mit dem, was Künstler machen und was Kunst ausmacht. Aber ich sehe das jetzt nicht als künstliche Aktivität. Es ist mehr wie eine Therapie. Ja. Ich kann mein Tagesgeschäft damit gut machen. Dieser blöde Karlau, der gefällt mir gut. Hund abschaffe, selber Bälle.